Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Heute zu einem kleinen Video über einen Haushaltshelfer, nämlich den ZenSprout. Das ist ein kleines nützliches Helferchen, was ich über ein Crowdfunding-Projekt heute erhalten habe und hier gleich einmal vorstellen möchte. Im Endeffekt ist der ZenSprout ein sehr, sehr einfaches Gerät aus einer kleinen Platine, die sich hier in einem schwarzen Gehäuse befindet, der Anzeige, dem Schalter, dem Knopf, sage ich mal, und dem Sensor, der sich in der Erde befindet. Alles sehr, sehr einfach gestrickt, sehr, sehr leicht zusammenzubauen innerhalb von 5 Minuten. Und dieser kleine Helfer kann Folgendes: Nachdem ich ihn einmal eingerichtet habe, und zwar eingerichtet habe auf den Wunsch, den ich an der Pflanze habe, das heißt nach der Feuchtigkeit der Erde, das heißt ich gieße die Pflanze einmal so, wie sie gegossen sein soll, richte den ZenSprout ein und wenn ich den dann aktiviere, indem ich hier einmal auf den Knopf drücke, sehen wir schon, oh, die Lampe blinkt rot, das heißt die Erde ist nun trockener geworden als noch zu dem Zeitpunkt, als ich sie aktiviert habe. Und damit würde es jetzt rein theoretisch Zeit werden, dass ich hier die Feige gieße. Das Ganze ist jetzt hier in dem Beispiel aufgrund der Kürze der Zeit gar nicht so relevant. Prinzipiell ist es aber so, dass rot bedeutet, Wasser muss gegeben werden. Blau würde bedeuten, wir haben genau die richtige Menge Wasser. Und grün würde bedeuten, wir haben viel zu viel Wasser. Der Sensor funktioniert eigentlich ziemlich gut und wir werden das jetzt mal testen, indem wir die Feige einmal kurz ein bisschen wässern. Und hier mal ein bisschen Wasser an den Sensor lassen. Und wenn wir das jetzt tun, sehen wir, ich habe aber jetzt auch wirklich direkt die Stelle um den Sensor gegossen, das heißt, das Ganze wird sich gleich noch beruhigen. Aber sofort reagiert der Sensor, zeigt grün an, dass die Erde ist nun viel zu feucht und ich sollte jetzt eine Weile warten mit dem Gießen. Sehr, sehr simpel, sehr, sehr einfach und für jemanden, der vielleicht keinen grünen Daumen hat oder einfach nur ein bisschen unsicher ist, sehr, sehr gute Unterstützung bei der Pflege der Pflanzen. Ansonsten war es das schon zu diesem kleinen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.